Es geht ja im Festival in erster Linie darum, eigentlich Zeit zu verstehen als politische Kategorie. Das heißt, eine Kategorie, die unser Leben bestimmt, die Art und Weise, wie wir produzieren, unsere Gesellschaften organisieren, aber auch welche Prioritäten wir setzen im Leben. Das heißt, insofern ist es ein Thema, das man wahrscheinlich in vielen Jahren nicht sozusagen abarbeiten kann. Das ist auch die Hoffnung, das Thema wächst. Und das Thema wächst nicht zuletzt deswegen, weil wir, glaube ich, in einer extremen Dynamik uns befinden, was unseren Umgang, unser Verhältnis zur Zeit betrifft. Dieses Jahr möchte ich sozusagen eine Kernthese in dieser Hinsicht formulieren, und zwar die, dass das digitale Universum, von dem wir umgeben sind, mit dem wir ständig arbeiten, eine eigene Zeitform, eigene Zeitformen hervorbringt, die ständig neue Herausforderungen uns stellen im Umgang mit Zeit. Von dem her sozusagen wächst auch die Problematik oder das, was Zeit und das Politische von Zeit sein kann, ständig und entwickelt sich ständig. Und diese Dynamiken zu verfolgen, ist auch ein Ziel dieses Festivals.